Tag auch und herzlich willkommen auf dem Kanal Taubenblick. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird das Handy sein letztes Kabel verlieren. Ich habe für euch mehrere drahtlose Ladegeräte getestet für Smartphones, Handys und werde euch in dieser Sendung einmal die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Geräte zeigen. Zum Schluss erzähle ich euch auch noch, wer mein Favorit davon ist. Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr, wenn ihr jetzt dran bleibt. Also bis gleich. Kabellose Ladegeräte gibt es schon seit einigen Jahren auf dem Markt. Mittlerweile sind die Kinderkrankheiten ausgemerzt und es funktioniert. Bei den aktuellen Handy- und Smartphone-Geräten gehört das Wireless Charging mittlerweile zum Standard. Das drahtlose Aufladen funktioniert durch die sogenannte Induktionstechnik. Dem einen oder anderen schon bekannt von Zahnbürsten bzw. auch von den sogenannten Induktionsherden in der Küche. Dabei wird die Energie durch elektromagnetische Wellen übertragen und so bekommt das Smartphone halt seine Energie. Ich werde in dem Blog jetzt nicht auf die unterschiedlichen Handymodelle eingehen, die man nutzen kann und nicht nutzen kann. Das solltet ihr anhand eures Handymodells selber wissen, ob es möglich ist oder nicht. Ich werde euch heute in dem Video nur zeigen, welche Wireless Charging Ladegeräte ihr nutzen könnt. Das sogenannte Qi-Ladeverfahren, wobei Qi aus dem Chinesischen kommt und steht für Lebensenergie, schreibt sich QI. Dieses sogenannte Qi-Ladeverfahren, dieses induktive Laden, ist standardisiert worden. Die Ladeenergie, die dazu genutzt wird, um ein Handy zu laden, ist relativ unterschiedlich und gerätespezifisch. Es geht von 5 Watt Ladeenergie bis hoch zu 10 Watt. Ich werde jetzt aber in dem Beitrag nicht auf die unterschiedlichen Handymodelle eingehen, die dieses kabellose Laden unterstützen. Vielmehr will ich euch Geräte zeigen, die dazu brauchbar sind. Vom physikalischen Aufbau sieht es so aus, dass in dem Smartphone eine Ladespule eingebaut ist und in dem Ladegerät eine andere Spule und über diese elektromagnetischen Wellen, die erzeugt werden in dem Ladegerät, wird halt die Energie durch die Ladespule in dem Smartphone an den Akku weitergegeben. Die Handys nutzen unterschiedliche Ladeanschlüsse. Da sind zum einen der Micro-USB, der USB-C oder ein Lightning-Anschluss. Vorteil von den Ladeschalen ist, das Gerät braucht nur aufgelegt zu werden. Es findet kein Verschleiß der Steckkontakte mehr statt. Durch die Standardisierung muss das Ladegerät nicht vom selben Hersteller des zu ladenden Gerätes sein. Es reicht, wenn ein Ladegerät für mehrere Smartphones im Haushalt ist. Allerdings haben diese Geräte auch Nachteile. Während des Ladevorgangs muss ein enger Kontakt zu dem Ladegerät bestehen. Damit ist ein Telefonieren, zumindest mit dem Handy am Ohr, nur noch schlecht möglich. Allerdings kann mit der Freisprecheinrichtung oder auch mit einem Bluetooth-Headset nach wie vor telefoniert werden. Der Wirkungsgrad liegt in etwa beim Faktor 0,6 bis 0,95, die allerdings auch nur unter Laborbedingungen. Daher ist der Energieverbrauch etwas höher als bei der Verwendung mit einem Kabel. Zu guter Letzt, die Qi-Ladegeräte sind in der Regel etwas teurer. Alleine schon, weil das entsprechende Netzteil noch dazu geholt werden muss. Qiotech Wireless Charger. Für 10,59 Euro beginnt die Reise in die schöne Qi-Welt. Und es gibt das Ladegerät hier in 6 unterschiedlichen Farben. Neben dem schwarzen gibt es noch ein weißes, eins in Rot, Blau, Gold oder auch in Rosa. Da sollte jeder sein Gerät finden. Das Ladegerät ist eine ca. 4 mm dicke Platte von 92 x 92 mm Kantenlängen. Es wiegt 67 Gramm. Ein gummiertes Schallwellenzeichen symbolisiert den Mittelpunkt des Gerätes, auf denen man das Smartphone auflegen sollte.
An den vier Füßen befinden sich rutschhemmende Gummibelege. Es verfügt über einen Micro-USB-Anschluss und einer blauen LED-Lampe, die den Ladezustand anzeigt. Geladen wird das Handy mit einer Ausgangsleistung von 5 Watt. Aufgrund der geringen Größe ist es ein Top-Reisebegleiter. Leider liegt das Handy flach auf und ist meiner Meinung nach nicht gut am Schreibtisch zu gebrauchen. Eher etwas zum reinen Aufladen des Handys. Zum Lieferumfang gehören neben dem Ladegerät ein USB-A auf Micro-USB-Kabel. Leider gibt es hier kein Netzteil dazu. Aistent Qi Fast Wireless Charger. 13,99 Euro kostet das Ständerladegerät mit zwei eingebauten Spulen. Das Handy kann hier sowohl hochkant als auch quer aufgestellt werden. Dabei hat man das Display immer im Blick. Ein blaues Licht signalisiert die Ladebereitschaft. Hat das Ladegerät das Handy erkannt, geht ein grünes Lämpchen für 10 Sekunden an und erlischt wieder. Also es stört nicht beim Laden auf dem Nachttisch. Wenn das Handy aufgeladen ist, geht die LED für ca. 3 Sekunden in Blau an und signalisiert, dass das Handy voll ist. Nach Aussagen des Herstellers verfügt das Ladegerät über zwei Lademodi. Allerdings wird der Schnelllademodus nur bei den aktuellen Samsung-Handys unterstützt. Geladen wird hierbei mit 10 Watt Ausgangsleistung. An der Unterseite steht die Schale auf vier rutschhemmenden Gummifüßen und das Handy liegt ebenfalls auf einem Gummipolster. Der Ständer ist ca. 12 cm hoch und 6,5 cm breit. Das Handy steht aufrecht in einem Winkel von ca. 60 Grad. Der Ständer hat ein Gesamtgewicht von knapp 100 Gramm. Zum Lieferumfang gehört das Ladegerät, ein Ladekabel USB-A auf Micro-USB und die Bedienungsanleitung. Leider gibt es hier kein Netzteil dazu. TatGuard Fast Wireless Charger. Eine weitere Variante gibt es für 29,99 €. Und es bietet direkt zwei Ladeplätze. Einen für das Handy und einen Ladeplatz für eine Apple Watch der Serie 2, 3 oder auch 4. Auch hier liegt das Handy flach auf der Ladestation, direkt neben der Apple Watch. Zur Auswahl steht neben dem schwarzen Gerät auch noch ein weißes. Die Ladeleistung betragen für die Apple Watch 2 Watt und fürs iPhone 7,5 Watt. Und unterstützt wird von Samsung auch eine Schnellladefunktion mit 10 Watt. Eine LED zeigt hierbei an, wenn ein Gerät geladen wird. Das Ladegerät ist 9 x 17 cm groß und 10 mm dick. Es wiegt 135 Gramm. Bei diesem Ladegerät gibt es einen Riesenmangel aus meiner Sicht. Liest man sich nicht genau die Artikelbeschreibung durch, kann man davon ausgehen, dass eine Apple Watch geladen werden kann, ohne weiteres zu tun. Aber das ist nicht korrekt. Zum Laden der Apple Watch muss das vorhandene Ladegerät der Apple Watch erstmal eingesetzt werden. Okay, das Kabel ist gut versteckt und man braucht nur einen Netzanschluss. Aber auch hier ist kein Netzstecker für den doch deutlich höheren Preis enthalten. Ich persönlich finde es nicht so gut, da ich mich mit dem Laden meiner Uhr immer an einem großen Ladegerät binden würde. Meine Uhr trage ich in der Regel nachts durch, lade sie tagsüber auf und dabei nutze ich einfach die kleine Ladeschale, die bei der Uhr dabei war. Aber das ist meine persönliche Meinung, jeder muss es selber wissen, ob er nachts sein Handy und seine Uhr zusammen auf eine Ladeschale laden möchte. Qi Powerbank vom Versandhandel über Yon. Zum Preis von 18,90 Euro habe ich eine 20.000 mAh Powerbank mit Qi-Lademöglichkeit, zwei USB-A und einem USB-C-Anschluss erhalten. Rein optisch gesehen macht das Gerät einen guten Eindruck. Umlaufend ist es in einem dunkleren Chromstreifen eingefasst. Es kann für das Qi-Laden ein Aufsteller ausgeklappt werden, damit das Handy-Display beobachtet werden kann. Eine Ladung ist allerdings nur im Querformat möglich. Eine Digitalanzeige informiert über den aktuellen Ladezustand des Gerätes. Das Gerät ist 155 mm lang, 80 mm breit und 20 mm dick. Es wiegt 220 Gramm und das macht mich doch etwas skeptisch.
Ich habe noch eine weitere 20.000 mAh Powerbank, allerdings ohne Ladespule. Und das Teil wiegt mit 455 Gramm mehr als das Doppelte. Und das bei derselben Leistung? Okay. Zum Positiven: beide USB-A-Anschlüsse und die Qi-Ladezone funktionieren zum Laden von Geräten. Der USB-C-Anschluss scheint allerdings nur zum Beladen der Powerbank zu nutzen zu sein. Damit ließen sich keine Geräte laden. Im Gegenteil, selbst aus meinem kleinen DJI Osmo Pocket hat die Powerbank Energie herausgezogen. Absolut positiv war die Lieferung von der Bestellung an. Es dauerte nicht mal drei volle Tage, bis es geliefert wurde. Dafür, dass die Lieferzeit von 9 bis 22 Tage angegeben war, war es richtig schnell. Innerhalb von 30 Tagen kann man die Bestellung zurückgeben. Allerdings muss ein Grund bei der Kundenbetreuung angegeben werden. Der Käufer bekommt dann die Adresse des Verkäufers und muss es nach China zurücksenden. Die Portokosten trägt aber der Käufer. Ich habe mal nachgesehen, ein Paket mit Sendungsverfolgung bis zu 5 Kilo Gewicht kostet nach China 42,99 Euro. Bei den Rücksendebedingungen und dem Preis für eine Rücksendung sollte man sich allerdings dann auch gut überlegen, was man dort bestellt. Bleibt mein Fazit. Vorab möchte ich erwähnen, dass ich alle Geräte selbst gekauft habe und ich hier nur meine eigene Meinung wiedergebe. Okay, fangen wir an mit dem Qiotech Wireless Charger. Ein kleines handliches Gerät, schön flach, leicht, ordentlich gut mitzunehmen, günstig im Preis, allerdings mit 5 Watt Ausgangsleistung im unteren Bereich. Weiter geht es mit dem Ascent Qi Fast Wireless Charger. Dieses Gerät finde ich persönlich super genial, macht einen aufgeräumten Schreibtisch. Ich kann das Handy hochkant wie auch quer in der Ladeschale zum Aufladen reinstellen und habe das Display am Arbeitsplatz immer auch im Blick. Eine kleine Kontrollleuchte hier unten zeigt die Ladebereitschaft an. Ich kann das Handy reinstellen, die Farbe ändert sich von grün auf blau und dieses Licht bleibt in etwa 10 Sekunden an. Danach geht es während des gesamten Ladevorgangs aus und wenn das Handy vollgeladen ist, geht das Licht nochmal für gut 3 Sekunden an. Eine super Sache für Leute, die es nachts am Bett stehen haben und nicht durch irgendwelche anderen Lichter gestört werden wollen. Zum TatGuard Fast Wireless Charger habe ich eine zweigeteilte Meinung. Wenn man sich die Artikelbeschreibung durchliest, könnte man der Meinung sein, dass hier neben dem Handy auch gleichzeitig noch die Apple Watch geladen werden kann. Tja, aber wie ihr seht, dem ist nicht so. Wie ihr eben im Film schon gesehen habt, muss das Ladekabel der Apple Watch hier eingebaut werden. Es geht in der Artikelbeschreibung in einem Nebensatz auch daraus hervor, dass das Ladegerät für die Apple Watch nicht dabei ist. Findet allerdings ein bisschen komisch. Ja. Für den Preis muss jeder selber wissen, was natürlich praktisch ist. Ich habe ein Gerät, einen Ladeanschluss, lege mein Smartphone und meine Apple Watch abends drauf und anderen Morgen sind beide Geräte vollgeladen und können den Tag über wieder durchhalten. Zum Schluss dann noch die Qi Powerbank, die ich aus dem Versandhandel Jun bestellt habe. Ja, mir persönlich erschließt es jetzt sich nicht, warum man eine Powerbank braucht, wo ich kabelloses Laden macht. Aber gut, die Frage kann man sich bei den anderen auch stellen. Die Powerbank als solches ist erstmal nicht schlecht, gut verarbeitet, sieht gut aus. Ich habe 2 USB-A-Anschlüsse, über die ich auf alle Fälle per Kabel noch laden kann. Ich habe eine Anzeige über die Kapazität, das finde ich sehr gut. Was ich nicht gut gelungen finde, ist der USB-Typ-C-Anschluss. Der suggeriert, dass man über diesen Anschluss auch Geräte laden kann. Das ist nicht so. Dieser Typ-C-Anschluss dient lediglich dazu, um diese Powerbank aufzuladen. Das finde ich schade. Ja. Das, was alle 4 Ladegeräte nicht haben, ist ein dazugehöriges Netzteil. Ihr müsst euch ein entsprechendes Netzteil noch separat dazu holen. Dazu empfiehlt es sich, ein Netzteil zu holen mit einer Schnellladeeinrichtung. Exemplarisch verlinke ich euch einmal eins unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zu meinem Favoriten. Ich finde von Ascent die Ladeschale für mich persönlich die gelungenste. Ich werde mir diese Ladeschale im Büro
neben dem Monitor hinstellen und habe da beim Laden das Handy auch ständig im Blick für eingehende Nachrichten. Das soll es aber erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch das kabellose Laden etwas näher bringen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne unten in die Videobeschreibung. Ansonsten freue ich mich natürlich auch da über nette Kommentare. Und wenn ihr in der Welt von Technik und Gadget nichts verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal. Das war es dann soweit von mir. Macht es gut, bis dahin. Ciao.